Na, okay, finde ich nicht. Ist es das hier? So, das ist meine Antwort. Das ist meine Antwort. Wenn ihr einen Lurch-Song wollt, dann spiele ich das hier. Das ist also unser Montags-Intro. Oh, mein Auge tränt jetzt schon. Das wird ein guter Abend. Starfield Simulator. Okay, weiter geht's. Warum der Name? Daddy. Ich habe eine Nachricht von Herrn Döhler bekommen, ja? Pass auf. Bin gerade bei Boris. Ja, Boris ist der Kollege von Second Wave und so. Und den verstehe ich mir auch ganz gut und so. Und die beiden sind sehr befreundet und so. Und jetzt, pass auf, bin gerade bei Boris. Kam auf dich und haben festgestellt, du musst eigentlich, weil es für deine Fans und Community der einzige Weg ist, während des Streams sterben. Aber auf friedliche Art und Weise. Stream fadet langsam aus. Alle können nochmal im Chat was sagen. Einfach aufhören und normal leben, das geht nicht, da wären alle traurig, wenn du nicht mehr streamst. Wie klingt das für dich? Einfach völlig random aus dem Nichts. Völlig, völlig random einfach von irgendwo. Ich muss nichts mehr machen, ist aber Sabaton einfach. Mal gucken, wie lange. Boah, ist das übel. Immer Ärger mit Gronkh. Oh ja, ja, sehr gut. Dieser Tod wird präsentiert von, Mir hat letztens ein Bot geschrieben, dass meine Streams cool sind, aber ich streame nicht. Okay, das ist wild. Phishing, ja, 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 die wollen halt, ja, einen Backdoor bei dir reinballern oder so, keine Ahnung. Wollte der Tobi nicht nur die Hunde rauslassen? Erik, ich will auch mal in deine Backdoor reinballern. Da gibt man aber deinen Discord-Namen, Tobi. Ja, die ist ja immer zu. Ja, ach so. Ich halte sie krampfig zusammen, Tobi. Aber Erik, mit dem zunehmenden Alter wird auch der Schließmuskel immer schwächer. Bah, Tobi, was? Aua, ich habe mir die Hand angeschlagen. Open Tool Menu. Ich kann hier. Ich habe keine Kontrolle über meine Fäuste. Ich kann meine Fäuste nicht kontrollieren. Oh nein. Oh Gott, oh Gott. Was mit ihm? Hä? Was ist mit ihm los? Hä? Wo ist er hin? Wieso wird man gerade das Musikvideo von Blue empfohlen? Blue, Dabba Dabba D. Warum wird das empfohlen? Was sind das für komische Empfehlungen hier? Weird. Weil du alt bist. Halt die Fresse. Wieso hängen wir die ganze Zeit auf 50 plus rum? Was ist das für ein Stream eigentlich? Wieso hängen wir denn die ganze Zeit hier rum? Oh Gott. Ist das gleiche Kreuzworträtsel? Oder kommt da mal ein anderes? Ich will es nur wissen. Ah, ist das gleiche. Das hat man schon. Ah, schade. Okay. Dann. Da kam ganz kurz Partnersuche reingeblinkt. Ich wollte auf Spiele drücken, da kam die Partnersuche rein. Ich will mich nicht registrieren. Ich würde die Suche ausfüllen, aber ich will mich da echt nicht registrieren. Ich will diese scheiß Newsletter nicht kriegen. Das will ich aber nicht. Das muss nicht unbedingt sein. Jo, ist wieder da. Geil. Ah, okay, krass. Und dann hier diese Liebenden. Genau, das waren die beiden. Das waren Salim und seine Frau. Die krank. Du bist ein Monster.
Du bist einfach ein Monster, Tobi. So schnell waren wir noch nie in Games. Wie aktuell. So, ich schalte schnell rüber, ja? Entschuldigung. Ist aber so großartig. Ach, ich liebe es. Okay, können wir sonst noch was machen? Hier riecht es ein bisschen nach Mottenkugeln. Okay, hier geht's hoch, aber... Quiet, 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 quiet. Hallo, wollt ihr Gras? Wollt ihr am YouTuber treffen? Hallo? Möchte jemand Gras haben? Ein bisschen Koks vielleicht? Amphetamine? Ein paar Pilze? Hm? Na? Das hier ist, vor dem Gym stand ich, ne? Ist das unser Gym? Weil hier ist ja schon eins. Ja, echter Comedian reagiert auf Gronkh. Das sieht dann so aus. Ja, das war's. So. Düster Dickicht, Düster Dickicht. Der Tobi wühlt im düster Dickicht, doch er findet seinen Dick nicht. Oh Gott. Gott, wie schlecht. Gott. Da ging die Wildschweine gleich viel schneller kaputt durch. So, lass uns mal weiterziehen. Boah, so eine richtig schlechte Büttenrede einfach. Holy shit. So. Ich schreibe auch in euer Poesiealbum. Eine Blume. Ich mag einen guten Fußgeruch. Was? Das liest sich wie ein Instagram-Kommentar. Ich mag einen guten Fußgeruch. Sag mal, okay. Gut. GG. Ich mach Pause, wir gehen rein. Wir gehen ins Erste rein, ja? Och nö, och komm, leck mich doch einfach. Och, das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch inzwischen jetzt ein Running Gag. Nein, ich bin selber schuld. Ja, warte, ich muss umschalten. Shit, Sekunde. Meine Schuld. Moment. Ach, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Sag mal, das ist dieses Ranzoomen, ne, wo man dann auf die einzelnen Teile schießen kann. Nee, nee, das ist, wenn man bei Schiffen andockt. La 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 la. Ich geh keinen Meter da weiter rein. Oh, hier sind Geheimtür. Ich wusste, das ist eine Tür. Cool. Erik, geh ohne mich. Du schaffst das. Kann ich mich da. So. Was denn? Ich spiele nur Gym Manager. Hä? Was denn mit euch? Hä? Weiß nicht, was ihr meint. Hä? E2 Hype, oder? Ja, ja, komm schon. Komm schon, du Manschlamp. Ich muss dazu sagen, der Humor war damals auch ein anderer. Wir machen einfach weiter. Ja, wir vergessen das. Schlagfertiger Moderator. Der Humor war damals besser? Aber Karate müsstest du doch können. Klar, ein paar Hammerschläge habe ich schon drauf. Willst du mal sehen? Er ist...
Ich lache mich schlapp. Das hat mich überzeugt. Ja, welch ein großartiger Humor. Ich glaube, es sind meine Lieblingsfilme. Ich möchte sie alle gucken. Nun weiter. Er ist nicht nur Schauspieler, er gilt auch als schlagfertiger Moderator. Besser als jeder Gronkh-Stream. Halt die Fresse! Was? Okay, Silvester. Was ist ein Hobbit? Deine Mutter. Hat ein bisschen gedauert. So, warte. Ein Todesser, ein Wassermensch, der dicke, fette Pfannekuchen. Oh. So. Das Gewicht meines Inventars behindert mich. Das ist der Bauch, liebe. Wie hast du deinen Stein? Siehst du doch, wie ich sie genannt habe? Wie hast du deinen Stein genannt? Entschuldigung, ich war mir unsicher, ob du es siehst oder nicht. Man kann das auch umbenennen. Wir können das auch in Schlumpfhausen nennen. Ich finde das okay. Ich finde das okay. Panik? Wegen Pan und Erik? Hallo Erik, billige Witze e.V. Richtig originell. Kauf mein Witzebuch, hallo. So. Kauf mal Franks Witzebuch, hat eine Seite mit seinem Gesicht drin. So, jetzt reicht's. So. Hallo Frank. Ich lache extra laut, weil er mich beleidigt hat. Ja, mich auch ständig. Mich auch ständig. Da! Es tut mir so leid, Erik. So ein schreckliches Bild. Dafür kann er nichts. Ich habe noch ein Foto von Funk. Mit dem werde ich mal puzzeln. Ich habe ein wunderschönes Foto von Funk. Ich möchte mich entschuldigen für das Foto, was ich benutzt habe. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, Funk. Ich habe da ein ganz anderes Foto von dir, das ich benutzen werde. Ja, um mich zu bedanken. Schön. Sehr gut. Erinnerst du dich nicht mehr an das Foto, was ich von dir gemacht habe? Wo aus irgendeinem Grunde... Oh nein, das ist gemein. Hä? Das ist gemein? Ach, das ist gemein. Da ziehst du jetzt die Grenze. Weil ich hatte erst ein Foto von dir gemacht. Ja, genau. Wo die Kamera über dir war und du guckst so nach oben mit so ein bisschen Schnute und es sah total gut aus, gutes Bild. Und dann hat Erik dieselbe Pose bei mir gemacht. Ich gucke genauso und ich sehe aus wie der schlimmste Homunculus auf der ganzen Welt. Aber wirklich. Ich bin wirklich ganz schlimm. Das ist das schlimmste Bild von dir. Und es entspricht dir nicht mal ansatzweise. Es ist einfach so ein Aglon. Das eine Auge geht auch nach links. Ja. Fällt das eine Auge so raus. Aus irgendeinem Grund hast du so voll die Chamäleon-Augen, die einmal um die Kamera rumgehen. Ich weiß nicht genau wie. Ich muss das noch raussuchen. Ich habe es irgendwo auf dem Handy. Ich muss das noch raussuchen, aber das kriegen wir schon hin. Es gibt Milliarden schlimmer Bilder. Aber das ist, würde ich jemals Battle-Rap gegen Erik machen? Funk, du hättest verloren. Denk bitte daran, was ich für ein Bild von dir habe. Ja, und wir packen das als Merch, als Puzzle-Merch in deinen Shop. Boah, ganz ehrlich, das ist eine saugute Idee. Oh, ist das böse. Das wäre eigentlich so, so gut. Das werde ich viel pitchen einfach. Oh, geil. Bock auf Club einfach. Hä? Hä? You're never gonna make it. Hä? Ich glaube sogar schneller als der andere, oder? Ich glaube, der ist sogar schneller als der andere. Wenn ich den jetzt noch irgendwie... Entschuldige bitte. Ich habe dich nicht gesehen. Keine Zeugen. Der Mann steckt in der Midlife-Crisis, hat sich eine 30 Jahre jünger Frau gesucht. Was? Eine 30 Jahre jünger Frau? War die mal bei Jesus oder was ist das für eine Frau? Es wird der Versuch unternommen, noch einmal beruflich neu zu starten oder sich eine meist jüngere Partnerin zu suchen. Dahinter steckt der Wunsch, es allen noch einmal zu beweisen, dass man nicht zum alten Eisen gehört. Auch der übermäßige Besuch von Fitnessstudios und der Versuch, sich ein jugendliches Aussehen zu geben. Hey, fellow kids, na?
Guck mal, mein cooles Shirt. Gehört zu dem Symptom der Midlife-Crisis. Im schlimmsten Fall. Entschuldigung, ich muss gerade so lachen. Die arme Paar, du Schwein. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich lese nur. Und das Auto ist komplett heile. Hallo? Ich habe gerade Damage Book. Oh, warte mal. Kann ich mich selber? Au, 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 au. Ich habe in der Fahrstunde nie gelernt, wie man zumacht. Au, 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 au. Hallo! Hallo! Ich will rein! Hallo, ich habe Broschüren! Broschüren! Ich habe Broschüren, Digga! Lass mich rein! Hallo! Oh, warte mal, warte. Die tanzen alle ohne mich! Das sieht aus wie ein Stummfilm. Das sieht aus. Mit der Musik sieht das aus wie ein Stummfilm gerade. Au, 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 au. Hast du noch deine Fatima Fong? Hallo? Ja. Achso, ja, hast du wirklich natürlich noch? Oh. Ja, aber die ist noch verpackt. Also ich habe die nie ausgepackt. Was? Hast du nicht mal aufgepustet? Nein. Nee, die steht im Regal. Ach so, willst du nicht mal aufpusten und irgendwie als Co-Moderatorin? Erik, nein. Wie neu, ja. Aber ich habe mir gedacht, ich packe die jetzt dann vielleicht zum Geburtstag aus und dann schenke ich die dir zu deinem Geburtstag. Ich bringe dir die, nein, vorbei. Nein, Tobi, nein, nein. Du hast mir schon was geschenkt. Du hast mir schon was geschenkt. Ich war sehr dankbar dafür. Ja, der Rodriguez, der dann beim Hochwasser vorbeigefloatet ist, als die Kinder da waren. Vielen Dank dafür, Tobi. Das ist immer noch die beste Story. Weißt du, so. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, was kommt jetzt? Ich hab Angst. Hallo, Kinder, ich bin's. Euer Viva-Moderator. Kai-Ulrich Flenske. Heute präsentieren wir mir die schönsten Hits aus den 50ern. Dann wär's tatsächlich Krunk. Ich will unbedingt wissen, was in dem Gehirn drin ist. Ich finde das so faszinierend. Ja. Und ich gucke dir nach so gern mich immer an so einen goldenen Retriever mit einer Mischung aus einem Teddybären. Was in meinem Gehirn drin ist? Njam, 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 njam. Ja, 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 yippie, hui, hui, hui. Ich bin ein Fisch, ich bin ein Lachs. Käse, 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 Käse. Cooler Käse, tralala. Hallo, guten Tag, Herr Krämermann. Haben Sie vielleicht ein Stück Butter? Oh, Butter, die kriegen wir erst wieder am Dienstag. Da kommt nämlich der Kutter mit der Butter. Oh, ich brauche die aber für mein Brötchen. Das ist nämlich mein Futter. Dafür brauche ich Butter. Und die kommen mit dem Kutter? Ja, natürlich, aus Kalkutta kommt die mit dem Kutter, die Butter für ihr Futter. Was? Drei müssen wir noch. Hey Leute. Ist euer Bild weg? Bei mir ist kurz geflippt. So ein Tag ist heute also. Ich bin sofort wieder da. Moment. So ein Tag ist heute. Na ja, gut, wir gucken mal. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Heilige Scheiße, leck.